Der Fujiyama, heiliger Berg Japans und Inspiration für eines der bekanntesten Wahrzeichen der Computerwelt, das Atari-Logo. Ob mit dem legendären Pong-Spiel für zu Hause oder dem Videocomputersystem Codename Stella, die Firma Atari legte den Grundstein für die heutige boomende Spielindustrie. Atari-Computer waren in puncto Leistungsfähigkeit den damaligen PCs weit überlegen. Und auch im Jahre 2003 ist zumindest der Name Atari eine ganze Menge wert. Und wenn es nur als Markenname für aktuelle Xbox-Spiele von Infogrames ist. Doch ist das wirklich alles, was vom Atari übrig blieb? Von wegen. Im Internet findet man zahllose aktuelle Informationsseiten und Software rund um das Thema Atari. Und ein Atari-Computermagazin gibt es auch im 21. Jahrhundert. Wer auf neuzeitlichen PCs einmal Atari-Programme ausprobieren will, für den gibt es zahllose Atari-Emulatoren im Netz. Es gibt kostenpflichtige wie Magic von Application Systems oder viele kostenlose, sehr leistungsfähige Emulatoren wie Saint oder Steam. Und mit Aranym soll man irgendwann auf jeder Hardware-Plattform Atari-Programme laufen lassen können. Mit Emulatoren kann man gute alte Zeiten auf neuer Hardware aufleben lassen. Und gute alte Zeiten leben wieder auf. Es gibt sogar Komplettpakete, bestehend aus einem ausgemusterten Macintosh-Klon und dem Magic Atari-Emulator für Mac OS. Aber mal ehrlich, kann einem echten Atari-Fan ein Emulator genügen? Nein. Echte Atari-Fans, wie hier der Atari-Bitbiter User Club kurz ABUK, frönen mit Leidenschaft und unendlicher Hingabe ihrem Hobby. Den alten 8-Bit-Atari-Maschinen, bei denen RAM-Bausteine noch ganz anders aussahen. Oder einer der ersten PDAs der Welt, der in diesem Fall 16-bittige Atari-Portfolio, ein Kleinstcomputer, auf dem MS-DOS 2.11 läuft. Fazit: Atari-Usern geht es um mehr als um Megahertz und Gigabyte. Das ist, denke ich mal, einmal die Tatsache, dass es Spaß macht, mit den Maschinen zu spielen, sich auch damit zu beschäftigen. Und es ist einfach so, dass man hobbymäßig so einen kleinen Computer viel besser begreifen kann als neue Computer, die es gibt, große PCs. Von der Hardwareaufbau, von dem Softwareaufbau ist es einfacher, zu durchschauen und zu begreifen. Und die ABUK-Regionalgruppe Rhein-Main ist sehr erfinderisch. Zum Beispiel nutzt sie per Software und Kabel einen Laptop als Diskettenstation. Oder sie baut neue Hardware für ihre 8-Bit-Maschinen, wie einen Adapter für Notebook-Festplatten oder ein Netzwerk auf Chin-Stecker-Basis, mit dem man ein Atari-Spiele-Netzwerk aufbauen kann. Apropos Spiele. Der Spielespaß kommt beim Atari Bitbiter User Club auf keinen Fall zu kurz. Schon gar nicht, wenn man einen 8-fach-Joystick-Adapter hat. Auch bei den 16-Bit-Atari-Usern gibt es Neuigkeiten. Wie hier der brandneue Software-Synthesizer und Sampler Ace MIDI für den Atari Falcon. Ein Wunderwerk an Programmierkunst. Und der lang ersehnte Atari Coldfire-Rechner mit herausragenden Audiofähigkeiten soll in Kürze das elektrische Licht der Welt erblicken. Stimmt's? Ja, offiziell halt sind wir noch nicht so weit mit dem Coldfire. Allerdings, so wie es aussieht, planen wir bis April zu einer Szeneparty, die Euro Online in Dresden, schon etwas zeigen zu können. Und bis dahin freut sich der Atari-User weiterhin an seinem Rechner, der auch 2003 noch Bedeutung hat.